Hallo ihr Lieben, eine neue Woche und ein neues Video mit Grüßen aus dem Pastorenbüro. Diese Woche darf ich mal wieder ran. Es ist eine besondere Woche. Himmelfahrt steht vor der Tür und dieses lange Himmelfahrtswochenende sieht anders aus, als die meisten von uns es wahrscheinlich geplant haben. Trotz allem gibt es einen Aufschwung, trotz allem gibt es eine Lockerung von vielen Maßnahmen. Die meisten Geschäfte haben wieder offen, die Restaurants dürfen aufmachen und auch wir haben diese Woche unseren ersten Präsenzgottesdienst bzw. zwei Gottesdienste. Da wir nur knapp 35 Leute in unseren Saal sicher reinkriegen, haben wir einen Gottesdienst um 9.30 Uhr und einen um 10.45 Uhr. Und es wäre richtig gut, wenn du vorhast, dazu zu kommen, dass du dich bitte bei mir anmeldest unter m.schaub@cgpforzheim.de, dass wir einfach planen können. Wenn ihr nicht auf der Liste steht, müsst ihr gucken und warten, ob noch Plätze für euch frei sind oder nicht. Deswegen bitte, bitte, bitte meldet euch an, sagt, ob ihr zum ersten um 9.30 Uhr oder zum zweiten um 10.45 Uhr kommen möchtet. Noch sind Plätze frei, es ist gar kein Problem, euch noch anzumelden. Wir haben aber auch ganz großes Verständnis für jeden von euch, der sagt, nee, ich möchte eigentlich gerne noch daheim bleiben, ich möchte Menschenansammlungen so gut es geht vermeiden. Das ist total verständlich und total in Ordnung. Wir versuchen, so gut es geht für euch, Online-Gottesdienst zu gestalten. Das wird natürlich andere Formen haben als die letzten Wochen. Wir müssen einfach mit unseren Kapazitäten haushalten, aber es wird irgendeine Form von Online-Angebot auch weiterhin für euch geben. Seid aber mit uns einfach ein bisschen geduldig. Auch wir versuchen das jetzt Stückchen für Stückchen zu eruieren und zusammenzukriegen. Freuen uns aber auf jeden, der kommt und segnen jeden, der daheim bleibt. Lasst uns einfach weiter beten, dass die Situation sich immer weiter beruhigt und dass wir bald Gemeindeleben wieder komplett aufnehmen können. Wir segnen euch und grüßen euch ganz herzlich. Bleibt einfach mit eurem Blick auf Jesus. Ich habe die letzten Tage immer wieder das Gefühl, so im täglich Grüß das Murmeltier stecken geblieben zu sein. Die ersten paar Wochen Lockdown waren noch okay, aber jetzt ist es so zu so einem Trott geworden und zu so einem jeden Tag das Gleiche und irgendwie passiert nichts so richtig, aber man muss trotzdem die ganze Zeit irgendwie so auf Empfang bleiben. Und mir hilft es da total, auf Jesus zu gucken, ihn zu fragen, was er vorhat, auch für uns als Gemeinde. Und das möchte ich euch einfach als Ermutigung mitgeben, wenn das Chaos über dich hereinbricht oder wenn du im Murmeltiermodus gefangen bist und jeden Tag das Gleiche erlebst, dann richte deinen Blick einfach auf Jesus und frag ihn nach seiner Perspektive und seinem Blick für die Dinge. Er ist da einfach größer und er trägt uns alle durch die Situation durch, egal wie gut oder herausfordernd wir diese Zeit überstehen. Überstehen wir sie doch mit ihm und durch ihn und dafür preisen wir seinen Namen. Seid ermutigt, wenn ihr irgendwie was braucht, wenn ihr Gespräch sucht, dann meldet euch bei uns. Wir hören total gerne von euch und wir geben euch gerne alles, was wir in dieser Lage für euch tun können. Also Gottes Segen und vielleicht sehen wir ja einige von euch am Sonntag. Tschüss!